Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von IMM TV. In unserer heutigen Ausgabe wollen wir uns den jungen Designern auf der internationalen Möbelmesse widmen. Und auf dem Weg zur Halle 1 ist mir gerade eine ehemalige Biathletin vors Mikrofon gelaufen. Magdalena Neuner, hallo. Was machen Sie hier? Jetzt zu viel Zeit und wollen auch Jungdesignerin werden im Möbelbereich? Nein, also das Designen überlasse ich doch den Leuten, die das auch können und die was davon verstehen. Ich bin heute bei meinem langjährigen Partner zu Gast auf dem Stand und ich denke, ich habe heute ein bisschen die Gelegenheit, einfach selber mal ein bisschen was anzuschauen und mit verschiedenen Leuten einfach mal zu reden, ein paar Autogramme zu geben, ja, ein bisschen Schwung hier in den Stand zu bringen. Wie sind Sie zu Hause selbst eingerichtet? Eher klassisch, beige Couch, helle Vorhänge, so braun-beige, das Esszimmer ist rot. Also ich habe jetzt keine ganz gewagten Dinge in meiner Wohnung, aber es kann sich auch ändern. Also vielleicht kriege ich ja jetzt irgendwann mal so einen Rappel nach dieser Messe. Und vor allen Dingen, es muss sich was ändern, denn man kann es, glaube ich, nicht mehr so ganz verheimlichen. Ich glaube, ein Kinderzimmer muss her, oder? Es wird sich definitiv was ändern und ein Kinderzimmer muss her. Es ist auch schon eins vorhanden. Es ist zwar momentan das Büro, müssen wir halt sehen, wie wir das machen, aber das ist ganz schön, jetzt auch so ein neues Zimmer einzurichten, sich ein paar Gedanken dazu machen. Aber da bin ich auch schon wieder eher der Klassiker. Also ich glaube, ich möchte es ganz gerne mit weißen Möbeln einrichten. Da ist so ein apfelgrüner Teppich drin, das finde ich irgendwie ganz frisch und da kann man immer noch mit Farben spielen. Schön. Vielen Dank und Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ob der Nachwuchs eventuell auch mal als Nachwuchsdesigner hier auf der IMM erscheinen wird, das wissen wir in 20 Jahren frühestens, aber ganz viele Jungdesigner sind hier und einige davon haben teilgenommen beim D3 Design Contest. Auch Sebastian Herkner hat als D3 Talent seine Karriere hier begonnen auf der Kölnmesse. Mittlerweile für namhafte Unternehmen tätig, aber schon einen Blick rübergeworfen bei den D3 Design Talents. Wie ist der Eindruck? Sehr gut. Ja, ich war heute Morgen da, da hatte ich kurz Zeit und bin einmal durch die Räume gelaufen mit den D3 Talents und mich natürlich auch zurückerinnert. Ich habe zweimal dabei daran teilgenommen. Ja, ein sehr guter Eindruck und ich denke, das ist eine sehr wichtige Plattform auch. Gewonnen hat dieses Jahr eine Hakenleiste. Wir sehen jetzt noch mal ein paar Bilder davon. Einfach, aber innovativ. Wie schwierig ist es, sowas jetzt wirklich an den Markt zu bekommen oder sowas wirklich dann gewinnbringend zu verkaufen an die Wirtschaft? Also ich glaube, bei diesem Produkt wird es sicherlich einen Hersteller finden. Also es ist ja sehr, sehr weit entwickelt schon. Die Materialität stimmt, also mit echtem Material, mit dem Holz zu arbeiten. Und ich denke, hier die Plattform zeigt ja jedes Jahr, dass sie erfolgreich ist und Hersteller findet und Produkte dadurch auf den Markt kommen. Und ich bin gespannt, dass man es nächstes Jahr hier sehen wird. Wie kommen Sie zu Ihren Ideen? Also vom Kleinen zum Großen. Wir sehen jetzt hier schon mal einen kleinen Tisch, der ist von Ihnen. Wie entwickeln Sie Ihre Ideen? Ja, es gibt natürlich kein richtiges Geheimrezept, wie man jetzt auf eine Idee oder ein Konzept kommt von einem Produkt, das... Das ist ein Überlegen über, also bei diesem Tisch war es die Überlegung, ja, eine neue Art und Weise von dem Beistelltisch zu machen, also das Ganze auf den Kopf zu stellen, also das Glas nach unten zu nehmen, was normal die Glasplatte oben ist, und das Metall nach oben. Also so eine Irritation zu schaffen. Und beides verbindet sich aber durch die Form, aber auch durch die Reflexion von beiden Materialien, Glas und Metall. Super. Vielen Dank für die Information. Dankeschön. Visionäre Möbel- und Einrichtungskonzepte findet man auf der IMM unter der Bezeichnung Pure Editions. Und da gibt es in diesem Jahr noch eine Sonderausstellung, nämlich Featured Editions. Möbel und Kunst passt sehr gut zusammen, wie ich finde.
das war's für heute. Mein Jackett ist ein Fall für Kabinett Luftig. So heißt dieser Schrank. Der heißt Luftig, weil er einige Löcher drin hat, durch den frische Luft reinkommen kann. Und in diesen Schrank kommt rein Kleidung, die zwar schon getragen, aber eben nicht verschmutzt ist. Das heißt, theoretisch könnte ich mein Jackett nochmal anziehen, aber ich glaube, in der nächsten Ausgabe von IMM-TV werde ich ein neues Jackett anziehen. Ich glaube, das gehört sich so. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.